keine Bürgerbewegung. Wir brauchen eine Bewegung, die radikal ist. Yeah! Ganz andere Richtung. Wir schauen nach Rom, wir schauen auf Malzeichen des Tieres. Wann kommt das? Es waren Rocker, es waren klassische alte Neonazis. Richtig, genau, alle zusammen, genau wie Sie sagen. Diese gesamte Melange, diese Mischung in einer Massivität und einer Gewaltbereitschaft gepaart mit blankem Rassismus, wie wir das in dieser Konzentration zumindest im Westen Deutschlands noch nie erlebt haben. Ich persönlich habe das wird dieser König hier sich aufrichten und sagen, ich bin Gott, ich sag euch, wie es lang geht. In Köln auch nicht um einen Protest gegen die IS-Terrormilizen, sondern es ging darum, den Hass auf alles Ausländische und auch auf diesen Staat auf die Straße zu bringen. Da steht ein Redner auf einer improvisierten Bühne und sagt, Leute, wir brauchen eine radikale Bewegung. Und jetzt zitiere ich im O-Ton, diejenigen, die Bild und Spiegel lesen, hatten 50 Jahre lang ihre Chance. Jetzt sind wir dran. Wir brauchen eine radikale Form. Vandaliert haben. Die kriegen wir nicht mehr. Die kriegen wir nicht mehr. Eine europäische Bewegung! Eine europäische Bewegung! Eine deutsche Bewegung! Wir haben eine drei Stunden Neufall! Das kann ich doch auch! Wenn wir so agieren, dass die normalen Bürger unter uns stehen wollen, so kriegen wir die Leute nicht zu uns. So sind die nicht für die gleiche Sache. So stehen wir da wie die Salafisten. Und wir sind gegen die Salafisten. Also reißt euch zusammen. Gewalt und Ausländer raus. Und deswegen haben sich diese Gewalttätigen oftmals Leute aus dem Fußballmilieu nicht nur zusammengeschlossen, egal ob sie jetzt aus Kaiserslautern und Karlsruhe kamen, wo man sich üblicherweise feindlich gegenübersteht, oder wie Sie sagen, auch Schalke 04 oder Borussia Dortmund. Die sind da aufgelaufen, weil sie Taten statt Worte sehen wollen. Deutschland spielt eine große Rolle, denn euer Obergericht hat sich schon entschlossen für die Ideologie dieses Königs. Räumen Sie die Platzfläche, gehen Sie von dem Polizeikämpfer zurück. Der Bahnhof ist und bleibt jetzt mal die Tür gesperrt. Verhalten Sie sich friedlich. Schweine! Halten Sie sich von Barcelona fern, entfernen Sie sich und bleiben Sie den Bahnhof fern und von den Polizeikräften. Was ist denn?
oder was? Keine Ahnung. Move.
Rosa. Wir sind das deutsche Volk. Deutsche Volk, deutsche Volk, deutsche Volk. Wir finden Bilder Salafisten, noch Antifanten toll. Toll, toll, toll. Also gehen wir auf die Straße und sagen, was wir denken. Was wir denken, was wir denken, was wir denken. Wir geben niemals auf und lassen uns nicht lenken. Kein zurück, wir sind ungesorgt gegen Salafisten und antideutsche Spinner. Wir lassen uns nicht sagen, vor allem nicht von euch. Bis Blitz nach Nacht am besten, das glaube mir, mein Freund. Wir gehen vorwärts, für uns gibt es kein Zurück. Kein Zurück, kein Zurück, kein Zurück. Wir stehen fest zusammen, nennt uns ruhig verrückt. Ruhig verrückt, ruhig verrückt, ruhig verrückt. Wir kämpfen nur für Deutschland, wir kämpfen jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Hand in Hand und Mann für Mann. So sagte die Polizei nachher, waren die Fans von oder die Fußballgewalttäter von Magdeburg und von Rostock, die Polizei vor massive Probleme. Auf die Fresse!
Aliens seien geil auf Gewalt gewesen. Liebe Leute, ganz im Ernst, wenn diese 6000 Hooligans geil auf Gewalt gewesen wären, dann wären die Aufräumungsarbeiten rund um den Kölner Dom jetzt noch im Gange. Das macht ja keiner was. Die haben alle Angst vor den Leuten, ja, mit den Bärten und den ganzen... Allerfiesten Schweine, wir wollen keine allerfiesten Schweine, wir wollen keine allerfiesten Schweine. So, jetzt haben wir mal was ganz anderes. Ich sehe, was in Deutschland abgeht mit diesen Salafisten. Ich sehe, was abgeht in ständigen Städten in Deutschland. Und ich sage als Normalbürger, stopp bis hierhin und nicht weiter! Das glauben wir, mein Freund.